Ein Show? Was bedeutet ein Show? Dann gucken die Leute uns zu. Eine Show ist sowas, wo Leute auftreten. Also da macht man entweder so einen Film oder ein Video. Und dann verkleidet man sich vielleicht so. Und dann wird das irgendwo gepostet und dann können sich das andere angucken. Ich bin nur eine Tänzerin. Okay, eine Show ist... Herzlich willkommen zur neuen Show von Klasse 1. Morgens 8:30 in der Schule. Jeden Morgen. Morgens 8:30 in der Schule. Jeden Morgen. Morgens 8:30 in der Schule. Morgens 8:30 in der Schule. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was bis dahin alles schon passiert ist. Hier dreht sich jetzt alles um Schulwege und ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß. Ich habe einen kurzen. Ich habe einen kurzen. Meiner ist sehr lang. Meiner ist eigentlich so, für mich fühlt sich so an, als ob er auch lang wäre. Aber in echt ist er kurz. Der Weg ist ganz lang. Also ich mag den, weil er so kurz ist. Mein Weg ist ein bisschen langweilig, weil er richtig lang ist. Also ich finde das draußen manchmal schön, weil ich ein paar Vögel sehe. Ich gehe zu Fuß. Also ich gehe mit Schulbus. Ich gehe mit der Bahn. Ich gehe mit Fahrrad, mit Auto, auch mit Fuß. Ich gehe mit alles. Wir fahren mit dem Auto. Wenn ich Menschen beobachte. Tiere und Menschen. Manchmal Katzen. So Eichhörnchen kommen auf dem Weg und Marienkäfer, die fliegen auch rum. Und ich höre auch Vögeln. Mir macht das nicht Spaß, wegen den Rucksack ist so schwer. Deswegen tut es so ein bisschen weh bei meinem Rücken. Ich habe einen sehr lustigen Schulweg. Ich sehe immer bei einem Schulweg Clowns. Clowns? Mein Schulweg ist gar nicht gefährlich. Es passt immer auf. Ich habe Angst vor meinem Schulweg. Weil diese Klettergerüste oder was das schon immer ist, lebt. Der
Klettergerüst. Da hat er auf einmal Tentakel. Denke ich immer, ich kann das nicht alleine, um den Schulweg alleine zu kommen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass jemand, weil wir haben das schon mal gesehen. Und dass einer dich mitnimmt, ein Fremder. Ja, die Autos sind auch gefährlich, weil die fahren richtig schnell. Weil ganz viele Autos fahren immer über Rot. Und man weiß dann immer nicht, ob die doch warten, bis man drüben ist. Ich wünsche mir für den Film so eine Atmosphäre, wo ganz viel brennt und so, mit brennenden Autos, die auf sich aufeinander liegen und so. Ja, und das wünsche ich mir für den Film. Und wenn wir das nicht können? Dann würde ich einfach so spannende Musik haben. Ich habe auf dem Schulweg einen Überfall gesehen. Ein Dieb ist weggelaufen von der Polizei und hat etwas da gestohlen. So hat er so gemacht. Und die Ratte habe ich da gesehen beim Fußballplatz. Da habe ich ihn tot gemacht. Also ich würde wegrennen, wenn eine Ratte da wäre. Da waren so 4 Polizisten mit 4 Verbrechern. Also ich wurde hier schon mal fast von deinem Auto überfahren. Und wie? Also das Auto ist um die Ecke gefahren, obwohl die rot hatten. Und dann wurde ich fast umgefahren. Ja, ich hatte Angst, dass die mich erschießen wollten. Und dann hat die Polizei gesagt, Polizei stehen bleiben. Ich wünsche mir, dass nie so viele Polizisten mit festgenommenen Dieben auf der Straße sind. Ich wünschte, dass ich hierhin fliege. Okay, dass die Kinder allein zur Schule gehen? Auf jeden Fall ja. Also es kommt natürlich auf viele Faktoren an. Also wie alt sind die Kinder? Wo wohnen die Kinder? Wie weit ist der Schulweg? Aber an sich finde ich es total gut und richtig, richtig toll für die Kinder, dass die auch alleine zur Schule kommen. Geht los.
Thank you.